Es war im Jahr 2020, ein kühler Julitag. Die Angst vor der Apokalypse steckte immer noch in unseren Knochen. Deshalb sagten wir nichts. Wir waren müde, sobald etwas Ruhe eintrat, in Form eines nur zum Schein brütenden Rebhuhns. Legten wir uns hin, schliefen ein, auf dem Fußboden oder sonst wo, während unser Sohn nebenan schon seit Stunden in seinen Computer schoss. Wir hatten uns vorgenommen, das zu kritisieren, schafften es aber nicht. Seine Sachen waren so groß geworden. Ich musste sie anfassen. Ich glaubte es nicht. Sie waren noch nicht gewaschen und rochen nach Geschäft. Sie waren weich und neu. Er bewahrte sie immer möglichst lange in seinem Schrank auf und zog so lange die alten an, bis die neuen nicht mehr passten.